In Neuseeland werden in nur 10 Tagen 25.000 Schafe geschoren. Es ist ein Albtraum, die Schafe ruhig zu halten. Aber ein guter Schafscherer kann ein Schaf in einer Minute scheren und das Schaf zappelt nicht einmal. Normalerweise wird diese Wolle gereinigt, gefärbt, gewebt und weltweit verkauft. Aber wegen der wachsenden Abhängigkeit von synthetischen Stoffen und eines Handelskriegs mit China ist der Wert der Wolle stark gesunken. Plötzlich ist eine wichtige Einnahmequelle des Unternehmens über Nacht verschwunden und die Einnahmen haben sich sogar in Kosten verwandelt. Landwirte wie Andrew und Meredith haben Ballen um Ballen von Wolle, die sie nicht verkaufen können. Wir verschenken die Wolle oder werfen sie einfach weg. Was ist also passiert? In den 1950er Jahren war Wolle in Neuseeland wie Gold. Die Landwirte produzierten eine Schurwolle und konnten mit dem Erlös Land für eine Farm kaufen. Das war die goldene Ära für die Bauern in Neuseeland. Damals kauften Andrews Großeltern die Ruanoi Station hier in Tai Hape, Neuseeland. Ich bin die dritte Generation und führe fort, wofür mein Vater und mein Großvater geschuftet haben. Andrew arbeitete für seinen Vater, als die Branche 1988 ihren Höhepunkt erreichte, mit Wollexporten im Wert von 1,9 Milliarden Dollar. Das machte Wolle zu Neuseelands zweitgrößtem Exportgut, nach Fleisch. Er übernahm die Farm, hat sie vergrößert und hält hier 25.000 Schafe. Es ist kein schlechtes Büro mit einer Aussicht wie dieser. Es ist einfach fantastisch. Es ist so ruhig und wunderschön. Andrew züchtet Romney-Schafe. Sie müssen zweimal im Jahr geschoren werden, damit sie gesund bleiben. Wenn man die Wolle nicht abnimmt, verdrecken sie und das kann Fliegen anziehen. Und wenn sie Fliegen anziehen, landen diese auf ihnen und legen Eier ab. Das kann ein Schaf tatsächlich töten. Nicht zu vergessen die heißen neuseeländischen Sommer bei 32 Grad Celsius. Das ist so, als würde man mitten im Sommer eine dicke, pelzige Jacke tragen. Wenn sie richtig wollig sind, bleiben sie beim Hinlegen auf dem Rücken liegen und können nicht mehr aufstehen. Sie sterben. Im Januar treiben Mitarbeiter die Schafe für die erste Schur des Jahres zusammen. Im Grunde genommen wird alles mit Pferden und Hunden gemacht. Mit 20 Pferden, 4 Quads und 8 Hunden treiben sie 3600 Schafe auf einmal zusammen. Sie haben alle ein paar Vorstehhunde und einige Huntaways. Die Leithunde führen die Schafe in die richtige Richtung. Und die Huntaways sind diejenigen, die bellen und treiben das Vieh an. Alles geschieht auf Pfeifenkommando. Wir haben verschiedene Pfeifen für links und rechts sowie für Stopp und Los. So bewegen sie sich in die richtige Richtung und schließen sich der Herde an. Sie sind alle in diesem Schuppen. Die letzte Gruppe, die hierher gebracht wurde. Sie werden in verschiedene Bereiche eingeteilt. Die Schafe werden in Gruppen eingeteilt. Lämmer und erwachsene Mutterschafe oder weibliche Schafe. Die Wolle der Mutterschafe misst 36 Mikron. Sie ist gröber und härter. Es wird also am besten für Teppiche verwendet. Lammwolle, die 29 Mikron hat, ist viel weicher, feiner. Sie ist für Decken und Kleidung geeignet. Die Schafe werden gewogen und in eine Reihe gestellt. Andrew hat eine Gruppe von 8 Schafscherern angeheuert. Wir sind im Scherschuppen. Es ist heiß, laut und staubig. Wir scheren heute 2000 Schafe. Die Scherer bringen eigenes Werkzeug. Das hier ähnelt dem, was eure Friseure benutzen. Wir nennen das oben eine Schere und unten den Kamm, den wir jedes Mal aufsetzen. Das ist die Schere, die quer steht. Lamm für Lamm wird geschoren. Man fängt mit dem Bauch an und dann ist es einfach ein Rhythmus, den man macht, um das Schaf herumzukommen. Man nimmt also so viel Wolle ab, wie man kann. Das Messer wird schon nach 15 Minuten stumpf. Man schärft das Werkzeug, um sauber zu scheren. Aber keine Sorge, das tut den Schafen nicht weh. Es ist ein Haarschnitt für die Schafe. Man macht immer das Gleiche, das schont den Körper. Die Schafe sollen sich wohlfühlen und möglichst ohne Schnitte, gut kontrolliert und in guter Verfassung wieder rausgehen. Der Job ist hart. Stundenlang ringen sie in der Hitze mit dem Vieh. Alles okay? Hast du einen Tritt abbekommen? Es ist schwer, die Schafe ruhig zu halten. Sie treten und zappeln. Ein guter Schafscherer braucht eine Minute pro Schaf. Es ist erstaunlich, wie schnell sie sind. Mit der Praxis kommt die Erfahrung, aber am Anfang ist es nie einfach. Es fordert einen hohen Tribut von Körper und Geist. Sie sind so gut, dass sie über 300 Schafe an einem Tag scheren. Die Rouseys sammeln das Vlies und die Presser pressen es zu riesigen Ballen. 200 Kilo pro Ballen. 2015 hätte Andrew seinen Bestand für $7 pro Kilo verkauft, aber heute?
Ich habe gestern mit dem Wollhändler gesprochen. Er hat uns 1,20 Dollar genannt. Das ist nicht gut. Wegen der steigenden Kosten ist es jetzt teurer, die Schafe zu scheren, als die Wolle eigentlich wert ist. Auf meiner Farm haben wir vor 5 Jahren vielleicht 50.000 oder 60.000 Nettoerlös gemacht. Nun haben wir 30.000 Dollar Kosten statt 50.000 Erlös. Es ist erschütternd, dass die Preise so niedrig sind für dieses tolle Naturprodukt. Warum ist das so? Die Nachfrage ist stark gesunken, weil vor ein paar Jahrzehnten billigere synthetische Stoffe begonnen haben, Wolle zu ersetzen. Wolle ist biologisch abbaubar, nachhaltig und feuerbeständig, aber auch teuer. Kein Durchschnittsbürger kann sich Teppiche aus 100% Wolle leisten. Synthetische Teppiche aus Kunststofffasern sind also umweltschädlich und leicht entflammbar, aber kosten nur ein Drittel. Ihre wachsende Beliebtheit hat der Nachfrage nach Wolle einen gewaltigen Schlag versetzt. Dann kam es zu Problemen mit Neuseelands größtem Kunden China. Die Carpenters verkauften ihre gesamte Lammwolle an die dortigen Bekleidungsfabriken. Wir haben uns abhängig gemacht von China. Das hat sich als Nachteil erwiesen. Sie kaufen und kaufen, dann hören sie auf. Die Wollpreise fallen. 2016 zog China erstmals seine Nachfrage zurück und der Preis stürzte ab. 2019 verhängte die Trump-Regierung neue Zölle auf Textilien. Da China Schwierigkeiten hatte, Wollbekleidung in den USA zu verkaufen, drosselte es seine Bestellungen für neuseeländische Wolle. Das führt zu Problemen in den Lieferketten und auf den Märkten. Dein wichtigster Kunde will plötzlich keine Wolle mehr. Dann, im Jahr 2020, legte die Covid-19-Pandemie Bekleidungsfabriken in China still. Andrew und Meredith blieben auf ihren Wollballen sitzen. Wie viele andere warteten sie darauf, dass die Preise wieder steigen würden. Nach einem Jahr Pandemie haben sich die Preise noch nicht erholt. Einige Bauern waren gezwungen, einen Teil ihrer Wollvorräte wegzuwerfen. Andere mussten kreativ werden. Meredith fand Tracy. Sie verarbeitet Merediths Lammwolle zu Bettdecken. Das sind die Decken, die wir herstellen. Wir verleihen den Fasern zusätzlichen Wert, indem wir sie zu Decken verarbeiten, die sie dann mit hoher Marge verkaufen können. Die Arbeiter reinigen und färben die Wolle zuerst. Wir verfilzen die Wolle, dann weben wir sie. Man plant etwa 1 Kilo pro Wurf. Die Arbeiter kontrollieren und flicken jedes Stück von Hand. Dann werden die Decken gereinigt, aufgeplustert und verpackt. Obwohl das Interesse an diesen Decken wächst, können Andrew und Meredith damit kaum ihre Verluste ausgleichen. Tracy kauft nur Lammwolle, aber die Carpenters produzieren vor allem grobe Wolle, die immer noch in den Handelskrieg verwickelt ist. Um dem Sturm zu trotzen, züchten einige Landwirte Rassen, die ihre Wolle abwerfen, um Scherkosten zu vermeiden. Andere stellen um auf Fleischproduktion oder steigen ganz aus der Schafhaltung aus. Es wäre ein großer wirtschaftlicher Nachteil, wenn die Wollindustrie verschwinden würde. Übrig bleibt eine einst blühende Wollindustrie am Abgrund. Eine Schafherde von 70 Millionen ist auf etwa 21 Millionen zurückgegangen. Wir sind die letzte Wollweberei in Neuseeland. Früher hatte fast jede Stadt eine Wäscherei. Die Landwirte hoffen, den Export über China hinaus zu entwickeln und die Verbraucher von den Vorteilen der Wolle zu überzeugen. Viele Verbraucher beginnen, über Inhaltsstoffe nachzudenken und sind bereit, mehr für natürliche, umweltfreundliche Produkte zu bezahlen. Laut Tom muss diversifiziert werden. Man kann Wolle im ganzen Haus einsetzen, nicht nur auf dem Fußboden. Man kann ganze Büros mit Wolle ausstatten. Wolle kann in Vorhängen, Möbeln und zur Isolierung genutzt werden. Wir sind wirklich ziemlich nervös und eine Kristallkugel zu haben, wäre fantastisch. Niemand weiß, wohin die Reise geht. Im Moment wollen Andrew und Meredith die Branche noch nicht aufgeben. Am Ende des Tages müssen Schafe geschoren werden und das kann auch etwas wert sein. Wir werden durchhalten und die Achterbahn fahren. Wie viele haben Namen? Das sind keine Haustiere, sie bekommen keine Namen.